Jo, und damit begrüße ich Sie zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem Echoes. Nein, Sacred Stones, meine Güte. Wie dank das noch sein wird, dass ich Echoes nenne und nicht Sacred Stones. Naja, jedenfalls am letzten Part einen ordentlichen, lustigen Kampf erlebt in den Ban in Batzbas Diebesversteck. Und jetzt geht's weiter. Im Übrigen haben wir auch noch so ein bisschen erfahren, was da in Grado abgeht und dass neue Generäle ernannt werden. Das ist krass, würde ich mal sagen. Gut, nächstes Gebiet. Zahal, die Wälder. Okay. Aber vorher noch mal gucken. Hier so ein bisschen jetzt hier mal wieder abgeben hier. So. Zack, zack. Raus damit. Ich glaube, den Dietrich werde ich eigentlich auch nicht gebrauchen, aber ich lasse ihn erstmal. Ich glaube, der Rest passt eigentlich noch so weit. Ich habe ja vieles jetzt in meinem Lager, was ich eigentlich gar nicht brauche, weil, wie gesagt, ich habe mir viel zu viel gekauft, als ich es eigentlich benötige. Aber okay. Ist jetzt so. Kann man nichts dran ändern. Ansonsten würde ich erstmal sagen, das passt soweit. Ja, ich würde erstmal sagen, das passt soweit. Gut, dann, ja, auf in die Zaha-Wälder, wenn ich noch einmal gespeichert habe. So, perfekt. Gut, keine Möglichkeit verschützen, direkt weiter. Haben schon wieder eine Minute verbraucht, das ist unglaublich. Mit ihrem wiedergefundenen Armreif in Händen macht sich Erika mit neuer Entschlossenheit auf den Weg. Die Passage durch den alten Wald von Zaha führt sie nahe an die Grenze Grados. Als sie sich der Stadt Seraphef nähern, zerstreuen sich Eirikas Befürchtungen, da nur wenige feindliche Truppen aufmarschiert sind. Doch im Schatten der Bäume lauern noch nie zuvor gesehene Schrecknisse. Das hört sich ja mal wieder krass an. Kapitel 4: Uralter Schrecken. Wir nähern uns Seraphef an der Grenze zwischen René und Grado. Sobald wir diese überquert haben, befinden wir uns in Grado. Bis nach Renval ist es dann nicht mehr weit. Vorausgesetzt natürlich, wir können die Grenze ohne Zwischenfall passieren. Oh, seht doch da drüben. Oh, die seltsamen Gestalten, was sind sie? Sind das überhaupt Menschen? Etwas derartiges habe ich noch nie zuvor gesehen. Was mag es sein? Was haben wir nur getan, dass wir all diese Prüfungen auf uns nehmen müssen? Was geschieht nur mit uns? Wie können solche Abscheulichkeiten auf dem Angesicht unserer Welt wandeln, wo uns doch die heiligen Steine beschützen? Lute, bitte, außerhalb der Mauern ist es gefährlich. Bleib hier im Dorf. Das sind Zombies, nicht wahr? In den Tagen der Dunkelheit waren sie die Vorhut des Dämonenkönigs. Das Buch von Nazani beschrieb sie in Kapitel 2, Absatz 7, Paragraph 8. Du weißt von ihnen? Pah, ich bin ein Wunderkind. Ich kann mich an beinahe alles erinnern, was ich jemals gesehen oder gehört habe. Laut dem Buch griffen Zombies mit rasiermesserscharfen Klauen an. Klingt schmerzhaft, findest du nicht auch? Ja, nun, was mag sein, wie es ist? Es mag sein, wie es ist, aber ich muss den Reisenden da draußen zur Hilfe eilen. Du solltest hier in der Sicherheit des Dorfes verweilen. Na schön, es macht mir nichts aus, hier zu bleiben. Es scheint ohnehin die klügere Wahl zu sein. Magie ist weitaus mächtiger als jegliche Monsterklaue. Der dichteste Pelz und die stärkste Rüstung sind nutzlos gegen die Macht der Magie. Ja, ich hätte auch die Schwertkunst studieren können. Doch nichts ist mehr meiner würdiger als die Magie. Selbst wenn dieses Dorf von Monstern überrannt werden würde, könnte ich allein es perfekt verteidigen. Reisende, hört mich an. Der alte Wald von Zaha ist gefährlich. Wendet euch nach Süden und durchmesst diesen Ort, bevor euch die Monster umzingeln. Wer seid ihr? Mein Name ist Arthur. Der Tempel hat mir den Auftrag gegeben, den Wald von diesen Dingern zu befreien. Aber der dunklen Kreaturen sind es nun so viele. Ich frage mich, ob ich allein viel gegen sie ausrichten kann. Ich muss euch bitten, die Flucht zu ergreifen, solange ihr noch könnt. Dunkle Kreaturen? Ich spreche doch wohl nicht etwa über jene Monster, die einst dem alten Dämonenkönig dienten. Das kann nicht wahr sein. Sie sind nichts als Legende und Märchen. Ja, das dachte ich auch, als ich von ihren Kunden nahm. Und doch sind sie hier. Das ganze Land ist überschwemmt von ihnen. Wie weit sie sich wohl schon verbreitet haben mögen. Mit Sicherheit treiben sie nicht nur in René ihr Unwesen. Aber warum sind sie hier? Wie? Vorsicht, Euer Hoheit, da nähert sich etwas. Bitte erlaubt mir, mich darum zu kümmern. Über übler Schatten möge das heilige Licht dich von diesem Land bannen. Auge des Bösen und Blitz. Ja, kommt euch dieses Monster bekannt vor? Ja, die Monster, die wir auch schon in Echoes gesehen haben, gibt es auch hier. Wir sollten ihm helfen, allein kann er es nicht gegen sie alle aufnehmen.
Wir lauten eure Befehle. Ja, und zum ersten Mal können wir auch die Einheiten wählen, was natürlich cool ist. Deswegen Garcia raus. Auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, Arthur ist sowieso safe. Boah, ich würde ja fast sagen, dann wird auch Seth rausgehen. Ja, dann wird auch Seth rausgehen. Ganz einfach. Auch wenn er, wie gesagt, ein schönes Abfangkommando ist. Aber das kann ich auch mit Gilliam übernehmen, deswegen. So, Einheiten ist soweit noch gut. Unterstützung haben wir nicht. Ja, dann prüfen wir noch kurz die Karte und ändern die Formation um. Ich würde sagen, du gehst schon mal dahin. Dann kann er schon mal das so machen. Dann gehen wir dahin. Du kümmerst dich um den, du um den. Ja. Und du kannst noch dahin gehen. Ne, wobei, das machen wir so. Gut, dann speichern wir. Und dann geht's auch schon los. Also das Erste, wo wir uns auch direkt vorbereiten können. Coole Sache. Gut. Eine meiner Gefährten befindet sich in dem Dorf im Süden. Wenn es euch gelingt, schnell dorthin zu gelangen, so flehe ich euch an, für ihre Sicherheit zu sorgen. Ja, das sollten wir auch tun, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo... Wiedergänger und sonst Mogals, Zombies und ein Skelettritter. Ja, wie gesagt, die kennen wir ja alle schon. Gab's auch schon in Echoes halt. Und ja, wobei die Mogals natürlich da richtig krasse Gegner sind, aber hier sind es etwas schwächer. Vor allen Dingen, weil sie hier nämlich mit Magie angreifen und halt nicht mit physisch. Sodass sie halt nochmal richtig schwach sind eigentlich, die Teile. Eigentlich, will man sagen, hier. Gut, dann gucken wir mal hier. Also die Mogals sind natürlich ein gefundenes Fressen für ihn hier natürlich, weil die gegen ihn keine Chance haben. Aber okay, Das ist ja mal schick. Dann würde ich sagen, Naimi, du machst das mal mit... Oh, du machst aber auch schon eine ganz schöne Menge Schaden. Na, mal gucken. Okay, einmal treffen, das reicht mir schon. Ja gut, dann noch besser. Das ist noch besser. Aber gut, wie gesagt, ich greife da mit der Hacke an, weil Wurfball ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr gering. Sehr schön, ich bin zum zweiten Mal getroffen. Boah, so viel Erfahrungspunkte. Das ist krass, das ist einfach krass. Das ist einfach richtig krass. Ja, das ist doch perfekt. Da machen wir das so. Aber da könnte er mich auch erwischen, aber vor dem habe ich keine Angst. So komme ich auch nämlich schnell zum Dorf hin. Klack, klack. Ich finde das Geräusch lustig, was die da machen. Ah, irgendwie lustig. Gut, warte mal, wo kommen die hin? Okay, eins über den, das Dorf. Okay, dann kann ich mich hier hinstellen. Und ich würde sagen, das machen wir auch mit Gilliam hier. Weil, wie gesagt, du mit deiner Mega-Rüstung sollte ich da keine Angst vor haben. Warte mal, wie viel Schaden würdest du denn von dem kriegen? Mal kurz gucken. Ja, 6. Ja gut, die 6 Schaden, die kann ich mir ja wohl, holen hier. Das ist jetzt nicht so das Problem hier. Wobei, die kommen hier nicht hin, okay. Dann machen wir das so. Ja, dann greife ich die schon mal an. Dann machen wir das so. Aber wie gesagt, Arthur, kann ich schon mal sagen, ist eine der wichtigsten Einheiten des Spiels. Das kann ich Ihnen schon mal so sagen. Und ich denke, man kann sich auch vermuten, dass wir ihn sehr gut gebrauchen können, den guten Arthur. So, mal gucken, mit wem ich dann da gleich in das Haus gehe. In das Dorf, besser gesagt. Okay, auf Vanessa. Aber nicht getroffen. Oh, ist nur ein bisschen nervig, die Animation von diesen Zombies da, weil die so unfassbar lange geht. Aber gut. Oh, noch mehr Erfahrungspunkte für den guten Ross. Das ist cool. Oh, 7. Eieiei. Ja, es tut schon ein bisschen weh. Aber gut, dafür ist der jetzt weg. Dafür ist der jetzt weg hier. So, jetzt kommen auch noch die ganzen Augen da an wahrscheinlich. Ja, du greifst noch an, aber du machst dich weg. Aber das finde ich gut. Aber wie gesagt, Vanessa hat auch ein bisschen Nachholbedarf, würde ich sagen. Die kriegt auch gleich, oder kriegt sie dann so ihr Level ab? Ich weiß es nicht. Oder wobei, ich glaube, das mache ich doch eher bei dem Skelett und Freund da unten. Autsch. Das ist besser. Und das ist gut, dass er mit einem überlebt. Damit kann ich mir wieder überlegen, wer den finalen Schlag macht. Und der andere auch. Naja, der andere natürlich auch. Die wollen es wissen hier, aber wie gesagt, deswegen habe ich ihn ja auch dahingestellt, weil er sich ja ganz gut gegen die Freunde hier zur Wehr setzen kann.
Aber jetzt geht's ab hier. Man merkt, jetzt fängt das Spiel an, langsam in die Vollen zu gehen, würde ich sagen. So, Mulder, du heilst ihn. Du heilst Arthur. Das, denke ich mal, sollte klar sein. Das sollte, denke ich mal, klar sein. Ein KP, aber gut, wie gesagt. Mulder nutze ich ja nur zum Heilen. Einen anderen Nutzen hat Mulder erst momentan nicht hier. Ja, komm. Und ich denke mal, mit 14... Wollte ich gerade sagen, erwarte ich eigentlich, dass du triffst, aber ja, das Thema mit Treffen hat sich wohl erledigt. Es gefällt mir jetzt weniger. Ja gut, dann machen wir das so. Warte mal, welchen Level hast du, Guillaume? Ja, du bist auch schon 5. Ja, dann mach den Vanessa weg. Das gefällt mir jetzt, wie gesagt, ein bisschen weniger, aber gut. Kann ich jetzt, muss ich mit leben hier. Hätte doch die Hacke nutzen sollen. Weil eigentlich 74 ist für mich eigentlich schon eine Wahrscheinlichkeit, wo man es mal eigentlich versuchen könnte. Aber naja. Man sieht, wie viel das gebracht hat. Nämlich gar nichts. Aber okay. So, hier bewegen sich auch so ein paar. Wobei, die haben alle natürlich... Das wäre wahrscheinlich was Gutes für ihn hier. Ja, eigentlich wäre... Warte mal, die haben Schwerter, ne? Ne, Lanzen. Lanzen haben die. Ja gut, das wäre eigentlich tatsächlich eher was Besseres für ihn hier hinten. Aber gut, die kommen, glaube ich, nicht ganz so weit. Zumindest nicht die meisten hier. Dann würde ich sagen, mit deiner Eisenlanze genau machst du den da weg. Und ins im Dorf wollte ich auch nochmal hingehen. Da war ich noch gar nicht hier. Geht ja auch gar nicht. Das kann ja nicht angehen hier, dass ich noch gar nicht im Dorf war. Seht ihr den alten Baum südlich von hier? Ich wette, wenn ihr ihn umstößen könnt, würde er gut als Brücke dienen. Zückt eure Waffen und verpasst ihm ein paar ordentliche Hiebe. Das sollte reichen. Hier, nehmt dies und versucht es. Damit wird es euch ein leichtes sein. Eisenaxt. Ja, das stimmt. Aber gut, die brauche ich eigentlich eher weniger. Aber gut. Hab ja schon genug Äxte momentan, aber okay. Kann man, wenn das schon so freundliches Geschenk ist, dann nimmt man das doch mal an, würde ich sagen. Okay, der geht auf ihn, das war klar. Aber, ja, ne. Ich glaube, dazu muss ich nichts sagen, ne. Greift sogar zweimal an, okay. Ich glaube, der gute Ross, der wird da nicht mehr hinkommen, glaube ich. Hätte ich das nochmal gewusst, dass da von rechts Verstärkung kommt. Oh. Was geht mit... Was sind das denn für komische Gestalten da oben? Oh nein, diese Reisenden wurden von den Handlangern des Bösen bedrängt. Oh, da habt ihr recht, Lady der Arschel. Das kann ich nicht zulassen, er kommt. Wir müssen über diese Klippen eilen und ihnen zur Hilfe kommen. Über diese Klippen meinen wir nur den sicheren Tod. Wie wäre es, wenn wir nach einem hübschen, gemütlichen Pfad nach unten suchen, hä? Ah ja, nun, lass uns trotzdem Eile machen. Ich kann es nicht ertragen, zu sehen, wie diese verfluchte Bestien amok laufen. Ach ja, die gute Le Arschel. Le Arschel. Der Name, Le Arschel. Naja, gut. So, wahrscheinlich wird es mir nicht gelingen, mit Ross da irgendwie hinzukommen, aber gut. Langspeer. Ja, vielleicht hätte ich auch direkt angreifen sollen. Naja, egal. Ja, nee, aber Naimi sollst du bitte nicht angreifen. Das wird vielleicht sonst ein bisschen zu schmerzhaft. Naimi sollst du bitte nicht angreifen. Warte mal, wie weit kommst du? Okay, der würde da nicht hinkommen. Okay, dann machen wir das so. Killen den auch exakt. Was ich eine schöne Sache finde. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Level up für Arthur. Ja, ist gut. Ja, es ist okay. Kann ich mit leben. So, und du stellst dich dann hier hin. Mit deiner Eisenlanze, genau. Weil keine Lust auf die ganzen Freunde, die hier sind. Nee, muss nicht sein. Muss definitiv nicht sein. So, irgendwer, der unbedingt geheilt werden muss? Nö, nicht in diesem Moment gerade hier nicht, würde ich sagen. Okay. Wobei, jetzt wird eher Franz wahrscheinlich das Abfangkommando spielen. Wenn ich das so sehe. Also den hat er immer mal locker easy erledigt. Und ich wette, das wird auch mit den anderen Zombies so sein, die hier sich jetzt in seinen Weg stellen. Ah, oh, das kann ja was werden hier.
Ich kann jetzt auch leider nicht das schneller machen, sonst würde ich das gerne tun, aber... Oh, diese Zombies sind so lahm, lahm, Punkt, Punkt, Punkt. Ich wollte ein böses Wort sagen, hab's aber dann doch noch sein gelassen. Oh, das ist so... Oh. Das war dann doch in Echoes besser, weil da waren die nicht so lahm, so langsam und so tragentütig, die Freunde. Oh. Werde ich schon müde. Oh, bei dieser langsamen Animation, aber gut. Ja, das war klar. Aber ja, selbst mit einem Langspeer so schon ausgewichen, das finde ich gut. Dann würde ich jetzt vielleicht sagen, ich mache es noch mit der Hacke, auch wenn, wie gesagt, die Hacke eigentlich, wenn man Axt gegen... Hab ich ja gar nicht erklärt, das Waffendreieck, aber gut, ich denke mal, sie kennen ja Fire Emblem. Axt effektiv gegen Lanze, Lanze gegen Schwert und Schwert gegen Axt. Ja, 75. Ja gut, gerade eben hat es mit 74 nicht geklappt, also naja, wir wissen Bescheid, ne? Aber ja, kann ja nicht immer so sein hier, würde ich mal so sagen. Ein KP-Punkt. Wow, das ist der absolute Wahnsinn. Naja gut, so, dann würde ich sagen, wir besuchen das Haus. Warte mal, der kommt da noch hin, ach, das ist auch noch einer, wobei ich kann ja dann wieder zurückfliegen. Okay, das tue ich dann wahrscheinlich auch. Besuchen. Hä? Euer Fleisch zeigt keine Anzeichen von Faulnis. Es scheint, als wärt ihr kein Zombie. Ich habe beschlossen, euch im Kampf beizustehen. Mein Name ist Lute. Ich bin eine Magierin von überlegender Weisheit und noch nie zuvor gesehenen Fähigkeiten. Ich habe alles über diese Zombies gelesen. Sie sind einfach ausgedrückt kein Problem für mich. Schließlich darf ich nicht vergessen, dass ich immer überlegen bin. Alles klar, Lute. Alles Klärchen. Jetzt nur vielleicht ein kleines Problem. Ich weiß nicht, wie ich sie hier retten kann. Ich weiß jetzt gerade nämlich nicht, wie ich sie retten kann. Warte mal, wie sieht's denn aus? Ich hoffe, sie überlebt einen Angriff von dem Freund. Angriff 4. Also Angriff 9. Eine Verteidigung von 3. Okay, du kriegst 6 Schaden dann. Ja, gut. Nur, wie gesagt, Lute werde ich nicht benutzen. Weil es gibt bald noch eine viel krassere Magieeinheit als sie, aber... Naja, man kann auch Lute, sie kann auch gut sein, aber... Ja... Ja... Nee. Nicht für meine Begriffe zumindest hier in dem Moment. So, du greifst hier noch an. Steht da irgendwer kurz vor einem Level ab? Du nicht? Ja, er schon wieder. Aber ich würde sagen, vielleicht kriege ich das mit dir auch hin. Ach, der hat eine Lanze. Hehehe. Okay, das Thema hat sich erledigt, würde ich sagen. Dann mach ich es wieder mit dir, würde ich sagen. Weil du schon kurz vor einem Level up bist, darfst du das machen, Franz. Und vor allen Dingen dann noch mit einem schönen Critical. Schöne Sache. Sehr, sehr schöne Sache, würde ich mal sagen. Level up. Ja, schön. Schöne Sache. Sehr, sehr schöne Sache, muss ich so sagen. So, und dann würde ich sagen, locken wir auch den Freund hier mal an. Das ist eine gute Idee. So, Mulder, du gehst auch mit hier runter. Und die anderen, die können sich gleich noch hier rumkümmern. Sind ja nicht mehr viele. Ja, das war klar. Ja, 5 nur. Aber er trifft natürlich. Naja, das war's aber mit ihm. Schön Critical reingehauen. Ja, das war's dann wohl. Ja, und das hat man natürlich auch geplant. Ach, diesmal nicht getroffen, sehr schön. Aber leider mache ich immer noch nicht, kriege ich die immer noch nicht in einem Zug weg, die Dinger. Naja, wird noch kommen. Bin ich mir sicher, das wird noch kommen. Wir sind ja erst am Anfang. Ah, guck mal an, neue Verstärkung. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Neue Freunde für Ross, die er erledigen darf. Gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen hier. Kann ich nicht hier irgendwie jetzt mal hier umschalten oder so? Aber das geht ja hier nur nicht. Den Gefahrenbereich. Warte mal, du hast eine Verteidigung von 5. Und die machen einen Schaden von 9. Ja, muss ich gucken. Einen kann ich, denke ich, mal überleben. Einen kann ich, denke ich, mal ohne Problem überleben, würde ich sagen. Bei dem Rest muss ich mal gucken hier. Dann kommt der da auch. Ne, der würde nicht hinkommen. Ich bin nur überlegen. Vielleicht mit Lute dann auch noch den zu killen. Oh ja, ja so? Ich überleg's mir noch. Ich warte noch.
Ja, komm, Colm, den kannst du erledigen. Wenn er da jetzt so schön gerade da steht, dann darfst du den erledigen, würde ich sagen. Auch wenn es leider nicht für das Level abreicht, aber das ist auch okay. So, und dann gucken wir mal, wie das mit den anderen Freunden hier noch aussieht. Okay, die Zombies kommen natürlich an, das ist klar. Okay, 4. Ja gut. 4 ist ja gar nichts. Auch wenn er natürlich trotzdem trifft, aber okay. Aber du greifst leider... Nee, du greifst zweimal an, das finde ich gut. Damit sollte der auf jeden Fall safe besiegt sein. Muss ich nur gucken, wie ich das mit den anderen mache. Muss ich nur gucken, wie ich das mit den anderen mache. Und ich kann wieder so... Ich sing wieder so schrecklich. Ach, naja, gut. Dann würde ich sagen, du greifst schon mal den an mit dem Langspeer. Ross wird den besiegen mit der Eisenaxt. Und tschüss, Sikorski. Und kriegt das nächste Level ab. Fehlen ihm nur noch 4. Ja, mal gucken. Ich denke mal, so lange wird es nicht mehr dauern. So lange wird das nicht mehr dauern. So. Dann würde ich sagen, Naimid. Auch nicht schlecht. Weil das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Hätte ich vielleicht doch erst mit Franz angreifen sollen. Aber egal. Dann machst du den da weg. Ja, es läuft doch hier. Das läuft doch ziemlich gut, würde ich sagen. Das läuft doch echt gut. Ich bin zufrieden. Ich bin der wirkliche zufrieden, würde ich schon mal so sagen. Ach ja, mit dir könnte ich auch über den Fluss gehen. Aber mache ich nicht. So, und dann, wie gesagt, du, ach, nö. Nö, du bleibst da einfach. Du stellst dich dahin, dass Naimi nicht angegriffen wird. Ja, wir machen das so. Der greift nur nicht mal an. Oh Gott. Aber gut, damit werde ich jetzt mit ihm dann Level Up haben. Oder wahrscheinlich das nächste Level Up. Ja, die Zombies sind so cool, um zu trainieren. Muss man auch sagen. Damit kriegt er gleich das nächste. Das ist cool. Das ist so geil. Nee, Spaß, aber okay. Oder ist irgendwer kurz vorm Level Up? Ja, sie wäre auch. Mulder, ja gut. Den werde ich ja sowieso heilen. Und Colm. Dann würde ich ja mal sagen, Colm, du kümmerst dich mal um den Freund da. Und die ersten können dann schon wieder zurückgehen, würde ich sagen. Ja, also Franz werde ich hier nicht brauchen. Ah, es klappt leider nicht so ganz. Dann würde ich sagen, Naimi, du, ja, machst schon mal Zwischenschaden, es sei denn, du machst einen Critical. Nope, kein Critical. Auch okay. Und ich würde sagen, den Freund da unten, den kann ich auch mal mit ihr machen. Wie gesagt, ich werde Naimi nicht nutzen, von daher kann ich das ja auch mit ihr machen. Weil wenn sie schon so eine riesige Reichweite hat, dann will ich die riesige Reichweite auch nutzen hier. So, Tschüssikowski. Der weicht aus, das ist nicht wahr. Da weicht der einfach aus, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Der blöde Zombie weicht da aus. Mit 86, ich werd nicht mehr. Ich werd nicht mehr. Naja, gut. Dann hat er halt die eine Runde mehr, die er überleben darf, aber... Das wird ihm auch nicht mehr viel bringen. Der wird es nicht schaffen, einer meiner Einheiten zu killen. Beim besten Willen nicht. Gefällt mir nur halt, wie gesagt, nicht, dass er das mit 86 ausgewichen ist. Also tut mir leid. Aber gut, dann ist das halt so. So, aber ich denke mal, beim zweiten Mal solltest du mit 86 treffen. Dankeschön. Muss ich ja jetzt nicht verstehen, aber gut. Musste ich ja jetzt nicht verstehen, was das jetzt sollte, aber okay. Level 7. Musste ich ja jetzt echt nicht verstehen. Autsch. Das könnten wir vielleicht... Nee, das macht sie. Sie ist auch kurz vorm Level-Up und wie gesagt, ich will Lute nicht benutzen. Ich habe es ja gesagt, dass ich Lute nicht benutzen will. Das tue ich nicht ordentlich. Ich sehe schon hier die Zeit, die verrinnt schon wieder. Die Zeit, die verdient schon wieder. Aber Level-Up für Colm. Sehr schön. Hat er auch noch sein Level-Up bekommen. Der Colm. Was für ein Name. Aber gut. So. Ich bemerke doch schon wieder, ich bin schon sehr hinterher, was das angeht, dass sie alle schön leveln. Weil irgendwann kann sich das nämlich rechnen, wenn wir da nicht drauf achten.
Dann kann sich das definitiv rächen. Mal gucken, wer dann den finalen Schlag da ausführen darf. Mal gucken. Aber ich denke, wahrscheinlich wird das am besten natürlich mit Irika und mit Arthur klappen. Würde ich sagen, dass die vielleicht dann das in Kombi machen, da diesen Mega-Zombie da auszuschalten. Wobei ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der bewegt sich auf mich zu, wenn ich mich in seine Reichweite befinde. Deswegen. Aber weil ich die zwei da jetzt auch so habe, werde ich auch auf ihn gehen, denke ich mal. Nur ich glaube, ja gut, ich glaube auch später, wenn man gegen so einen Zombie angreift, dann kriegt man einen sicheren Level, sicheres Level ab. War das, glaube ich, so, wenn ich mich richtig entsinne. So, schönes Level up. Gefällt mir. So, wollen wir mal gucken. Hier bewegt sich der Freund. Ich mich hier in den Wald stelle. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Deswegen will ich das nochmal kurz überprüfen. Überprüft wissen. Ja, er bewegt sich. Okay, ich wusste doch, dass da was war. Warum hast du deine Raffier ausgerüstet? Boah, der hat schon 35 KP. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Aber gut, ich denke, dann wird jetzt auch Irika den finalen Schlag ausführen, denke ich mal. Ja, wobei mit Arthur werde ich ihn safe killen. Ja, komm, dann macht sie das. Ja. Aber dann bleibst du bitte im Wald. Ja, dann machen wir das so. Dann macht sie das. Und kriegt sie das nochmal das Level ab. Ja, sie ist ja auch 6. Also sie hat zwar Zeiten, wo sie viel gemacht hat, aber mittlerweile kommt sie ein bisschen weniger zum Zug und das ist auch okay so. Ja, direkt einfach mal komplett die Leiste voll. Level 7. Waffenlevel erhöht. Sehr schön. Wir haben alle Monster vernichtet. Doch sollten wir ihre Knochen zur Asche verbrennen, um sicherzugehen, dass sie nicht wiederkehren. Ich kann auch immer nicht glauben, gegen was wir hier gekämpft haben. Ich dachte, diese Ungeheuer würden nur in Mythen und Legenden leben. Man sagt, diese Zombies seien die niedrigsten der dunklen Kreaturen. Und doch sind die Schwächsten unter ihnen jedem Monster überlegen. Wir dürfen diesen Feind nicht unterschätzen. Oh ja, es gibt noch viel Schlimmere als nur jene Zombies und Wiedergänger. Mal sehen, da werden die Knochengänger, die Mautedog, die Gargoyles, die Biles. Ich wette, beinahe jede Kreatur aus der Überlieferung könnte wieder auftauchen. Ja, uns stehen jede Menge Ärger bevor. Selbst meine sagenhafte Macht mag nicht genug sein. O göttliches Licht, offenbare es mir. Ist dies ein Zeichen, dass nun die Tage der Dunkelheit anbrechen werden? Bei allem, was heilig ist, das geschieht nur. Prinzessin Irika, vielleicht wäre es klug, nach Frelia zurückzukehren und uns neu zu formieren. Im Angesicht der jüngsten Ereignisse scheint es nicht zu weise zu sein, mit aller Gewalt weiterzureisen. Wir können uns nicht der Streitmacht von gerade und diesen schrecklichen Kreaturen stellen. Seht, ich verstehe deinen Standpunkt und nichts wäre mir momentan lieber, als uns in Sicherheit zu wissen. Aber was ist mit meinem Bruder? Seine Männer und er sind in dieser gleichen Situation gefangen wie wir. Ich weiß sehr wohl, dass ich uns vielleicht in noch größere Gefahr führe, aber bitte versuche mich zu verstehen. Das tue ich, meine Prinzessin, und ich gelobe euch, sicheres Geleit zu gewähren. Ja, ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen, muss ich mal sagen. Aha, ohne deine Kreature, nehmt euch in Acht! Ich, Le Archel, gewähre euch die Ehre, euch durch meine gesegneten Hände gebannt zu werden. Oh, wo sind denn die Monster? Nun, wir sind gerade fertig geworden. Ah, dann hat sich das Blatt gewendet, der Himmel selbst frohlockt. Ich bin dennoch eine Winzigkeit enttäuscht. Immerhin bin ich so schnell wie möglich herbeigeeilt, um euch am Prunk meiner Macht teilhaben zu lassen. Oh, was für eine Schande, nicht wahr, Lady Le Archel? Das Einzige, was hier schändlich ist, ist die Art und Weise, wie wir hier kurz und kreuz und quer über die Landschaft geschleift werden. Verzeiht, aber wer seid ihr? Ich? Da ihr mich schon fragt, bitte erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin es, das wahre Licht und die Glorie des Heiligen Reiches von Rausten. Aufhören, Lady Larsche, ihr dürft nicht weiter sprechen. Ihr dürft nicht eure wahre Identität enthüllen. Oh ja, du hast recht. Auch manchmal handle ich viel zu unbedacht. Nun muss ich wieder von dannen ziehen, namenlos und unbekannt. Oh, wie überaus romantisch. Ja, also. Gehabet euch wohl, Fremde. Vielleicht werden sich unsere Wege wieder kreuzen. Dossla, Renark, kommt, wir reiten los. Oh, vorwärts, Renark. Schon gut, schon gut. Was war das denn? Ja, Fragen über Fragen.
Gut, ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht es dann, ja, nach Seraphef. Bin gespannt, was uns da dann wieder erwarten wird. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Euer Jake.